Hallihallo, da sind wir wieder. Voll am Start. Richtig hart. So. Wir haben Bäume angepflanzt. Wir haben Holz abgeholzt. Bäume wachsen auch. Einmal frei. So, und dann gucken wir gleich mal bei Michi, was der da so. Was ist denn hier los? Ah, das ist ganz cool. Ich weiß, dann fallen die dann runter. Dadurch bekommt man die Setzlinge. Ja, ich weiß, dann steht das Ding einfach nur da. Dann fällt, dann geht das nicht kaputt. Vielleicht war das auch vom Anfang von mir, das kann auch sein, aber ich habe keinen. Ich habe nur Birke abgeholzt. Ich habe eigentlich gar nichts anderes abgeholzt. Ja, so muss das sein. Ja. So, soll ich dir helfen? Bei deinem Gebäude? Doch. Ich will aber. Ich will, ich will, ich will. So, was wollten wir denn? Wir wollten doch irgendwas starten. Leute, was wollten wir? Ah, genau. Wir brauchen jetzt Stein. Wir bauen jetzt einen Weg. Ja, hier ist auch genug Stein. Also, darum mache ich mir keine Sorgen. Nö, ich mache richtige Steinplatten, weißt du? Kein Stein, pure Stein, ich mache Steinplatten. So richtig, weißt ja. Aber nicht diese. No. Ich meine. Steinziegel, genau. Okay, warte mal, da brauche ich. Das brauche ich. Ah, okay. Muss ich erstmal Steinziegel komplett herstellen und dann kann ich so halbe herstellen. Gut zu wissen. Achso, das mache ich hier. Hier vorne. Das ist Holz. Das ist. Okay, Steinziegel mache ich aus. Was ist denn das? Ah, okay. Ah, toll. Das kann ja was werden. Wir haben keine Kohle mehr. Echt, Alter. Ich warte mal, da muss ich echt eine andere Version, eine andere Möglichkeit finden, glaube ich. Wie können wir den Weg denn noch machen? Vielleicht Sandstein. Bisschen Schnee abbauen können wir auch mal machen. Kann man auch immer mal gebrauchen. So, warte mal, wie machen wir das jetzt? Wir müssen, ich weiß nicht, aus Holz, den Weg aus Holz ist auch doof, oder? Keine Ahnung, was ich für richtig halte. Ich halte alles für falsch. Ist einfach so. Okay, dann muss ich jetzt warten.
dass das steinfertig ist, aber es ist bloß noch viel Kohle drin. Das heißt, auf gut Deutsch, das reicht eh nicht. Also mache ich den Weg jetzt einfach erstmal mit Holz. Ich habe gedacht, ich kann das direkt aus dem Stein bauen. Das wäre natürlich echt cool gewesen. Und dann verbraten wir direkt wieder das Holz, was wir gesammelt haben. Ist auch richtig sinnvoll. Aber dafür ist es ja da. So. So, vergewaltigen wir mal hier den Controller. Haben wir jetzt genug. Ja, da befinden wir uns jetzt auf dem Holzweg. Der war doch gut, oder? Der war doch richtig nice. Richtig nice. Mega stumpf. So, ich habe noch eine Idee für hier. Kann ich die zwei Treppen nicht zusammenlegen? Das wundert mich irgendwie. So. So. Hätte vielleicht mein Bett mitnehmen sollen. Was sagt denn die Sonne? Wo ist denn die? Die ist doch schon wieder irgendwo am Untergehen. Noch, zack. So, das ist doch ganz schicki. So. Damit wir den Schein warnen können. So. Wir sollten uns vielleicht eine Schaufel mitnehmen. Das wäre ziemlich logisch. Meine Schaufi. Haben wir denn noch Schaufis? Nee, haben wir auch nicht. Gut, nehmen wir uns ein paar Stöcke. Ein bisschen Stein. Die Äxte können wir weglegen, die brauchen wir jetzt erstmal nicht. Boah, wir haben viel zu viele Äxte hergestellt. Ich glaube, da müssen wir noch eine Truhe machen. Ja. Ich nehme da aus der Truhe nichts raus, aber allgemein müssen wir ein paar Haupttruhen anlegen.
Also was Rüstungen und so betrifft, das benutzen wir alles zusammen. Guck mal, das sieht richtig schön aus schon. Wir gucken mal, was er da gemacht hat. Ah, du baust zweistöckig. Oder? Ist alles nur Müll. Wer braucht denn sowas? kann sein. Ich weiß es doch nicht. Ich wusste doch nicht, wo der ist. Es war doch alles weggesprengt. Ich wusste doch gar nicht, wo was ist. Leid, musst du 9 machen. Aber mach den bitte so, dass er mir nicht auf den Sack geht oder mich stört. Also nicht so direkt vor dem Baum oder so, weißt du, wie ich meine? Bau das mal. Weißt du, von wo du aus den bauen könntest? Oder bist du schon da? Okay. Von wo hast du es jetzt gemacht? Das hätte ich gesehen. So, es wird dunkel. Hast du dein Bett dabei? So. Machen wir weiter. Ich habe übrigens auch schon eine richtig gute Idee, Leute, was ich jetzt hier weiter, wie ich das jetzt hier weiter bauen werde. Warte mal, ich bin gleich wieder da. Da. Hallo? Nee, ich habe bloß das von der Aufnahme ausgemacht. Ich hoffe, das hört man auch nicht. Leute, falls ihr das jetzt gehört habt, dann tut es mir leid. Ich habe das Mikro ausgeschaltet.
Leute, das wird jetzt der Weg. Der wird rüberführen zum Michi. Wirklich ran. Weiß nicht, ob das so reichen wird. Ja. Ja. Hat gereicht. Oder auch nicht. Das ist so doof. Das ging mir auf den Sack, dass da alles zerstört wurde dann. Nee, er hat dann angefangen, bei mir einen Haufen Scheiß drin zu machen. Weißt du, er hat mir irgendwelche Pflanzen in die Bude gemacht und so. Dann ist da alles zugewachsen. Dann hat er mir da einen Haufen Scheiß reingebaut, weißt du. Und ich mag das einfach nicht, wenn mir jemand in meinen Bauten rumfummelt dann. Da bin ich echt eigen. Und... Aber nicht im Let's Play. Ich will ja ein ordentliches Let's Play machen, weißt du. So, zack, zack. Stein. Also, wo hast denn du Kohle her? Ach so, okay, ist da genug oder was? Welche aus dem Baumhaus, da sind noch welche. Ja, da habe ich doch welche reingetan. Ich habe doch welche. Ja, ich weiß nicht, wie viel es geworden sind. Ich habe nicht geguckt. Aber es sind auch ein paar. Okay, warum? Ah, okay. Ja, das habe ich schon mal gesehen. Ich habe nämlich
irgendwie schon mal so in mit der Axt und dann waren das auf immer zwei kleine. Manche Sachen würde ich echt gerne im Kreativmodus bauen. Natürlich, ja. Es wird dunkel. Ja, ich spamme auch gerade. Die Folge geht schon wieder 23 Minuten. Ich muss aufpassen, dass ich nicht zu lange mache. So, du hässliches Schwein, geh mal weg hier. Ja, ich weiß, das hab ich schon mal gesehen. Ah, okay. So wie zum Plan kann das sein. Wir haben wenigstens einen, der Ahnung hat. Ach so, und weißt du, was mir eingefallen ist? In der Probeaufnahme, ne? Ich habe doch in einer Aufnahme doch gesagt, dass auf einmal da stand, Didi im Kreativmodus. Jetzt weißt du, wo der die Diamanten her hatte. Der hat sich einfach welche rein. Der hat sich hundertprozentig, hat er sich. Und das Lustige war ja, ich bin so um die Ecke gekommen und hab gesehen, wie er gerade was abgebaut hat. Weißt du? Hab gesehen, wie er irgendwas gemacht hat. Oh fuck. Und hab gesehen, wie er irgendwie was gemacht hat. Ich hab gedacht, er hat die irgendwie umgewandelt zu Diamanten. Dann ist mir aber eingefallen, der hat die einfach nur abgebaut und hat da Diamantsteine reingesetzt.
Okay. Dann wäre das vielleicht mal von Vorteil, wenn wir sowas mal bei Zeit machen, oder? Ja, auch gerade was Kohle betrifft und sowas. Achso, Kohle muss ich. Muss mir mal jetzt Kohle machen gehen. Ja, und das. Das will ich aber auch nicht. Also, gut. Ich will das nicht im Let's Play machen. Hier irgendwelche Diamanten. Habe ich überlegt, was hat er gemacht? Was hat er gemacht? Dadurch, dass ich ja dann vorhin mal kurz im Kreativmodus war, ich kann es ja jetzt mal sagen, ich gebe es mal, ich beichte es euch, ich habe den Ständer von dem Baumhaus, habe ich im Kreativmodus gebaut. Es tut mir leid, wenn ihr jetzt enttäuscht seid, aber mehr habe ich auch wirklich nicht gemacht, falls ihr das denkt. Es war mir bloß zu nervig, weil ich muss ja genau die Mitte treffen. Ihr seht das jetzt, wie hier gerade baue ich gerade den Ständer wieder für die Brücke, und da muss man dann echt 10-mal hoch und wieder abreißen, und das war mir dann zu lästig, ehrlich gesagt. Aber das Haus und so, das habe ich alles gestern offscreen gemacht, nicht im Kreativmodus. Nur diesen Ständer, ich schwör's euch. So. Ja, genau. Das kann man gar nicht. Und er sagt so, ja, das habe ich abgebaut. Weißt du, das kann man gar nicht abbauen. Weiß ich nicht. Ja, ich war ja auch im Let's Play, also vielleicht hat er sich gedacht, es ist scheiße, weißt du? Gut, dass ich halt nochmal alles neu angefangen habe. Vielleicht hat er deswegen angefangen, auch die Welt zu zerbomben, weil es ihnen keinen Spaß gemacht hat. Ja, deswegen hat er sich auch nicht drum gerissen, da abbauen zu gehen. Und man sieht's auch, dass ich das nicht gemacht habe, irgendwie so ein Scheiß oder so. Ja, es gibt ja so kleine Adern, das gibt's ja wirklich, ich hab's ja selber gesehen. Aber nee, das sind dann vielleicht so 10, maximal 20, also mehr habe ich bis jetzt noch nie gefunden. Doch, ich hab gestern eine gefunden. Also, nee, nicht gestern, vorgestern in der Dingsaufnahme. Da habe ich mich übelst weit gegraben, und dann habe ich so eine kleine, hier diese roten. Nein, keine Diamantader. Ich habe so eine Dingsader gefunden. Die roten Steine, weißt du? Okay.
deine Art. Ja. So, ja, ich bin schlau. Bin ich oben. Ja, auf jeden Fall. Ohne Scheiß jetzt? Okay. So, die Zäune nehmen wir uns alle mit. Die brauchen wir dann auch noch gleich. Was habe ich denn hier schon wieder alles vom Müll dabei? Das hier, Samen. Komm da rein. Siehst du, ein Feld muss man auch nochmal bei Gelegenheit bauen. Ein Feld. Die Folge ist zu Ende. Moment, die Folge ist zu Ende. So Leute, ich hoffe, es hat euch soweit Spaß gemacht. Wir sehen uns dann gleich wieder in der nächsten Folge. Ciao, bis gleich.